Jö, da wäre wieder. Ich habe versucht, zwischen letzter Folge und dieser Folge die Bodenplatten zu setzen. Und ich habe genau dieses eine Kämmerlein hier geschafft. 3x3 Platten konnte ich setzen, danach waren die Granitplatten alle. Was ein wenig alarmierend ist. Deswegen gucke ich mal ganz kurz. Z-Stone. Was haben wir denn gerade aktiv? Granit ist aktiv. Das heißt eigentlich Make Rock Block 30. Rock, Block, 30. Rock, Block, 30. Und da, glaube ich, bei jedem Befehl gleich mehrere erstellt. Obwohl, nee, bei den Blöcken war es immer nur einer. Ja, okay, dann haben wir jetzt also bald wieder 90 Blöcke. Ist soweit okay. Noch eine Sache, die mir aufgefallen war, irgendwo war ein riesiges, genau, riesiges Miasma. Eine Prickleberry Seed. Back. Ist aber nicht schlecht. Oh, was ist denn hier passiert? Ah, okay. Das hatten wir irgendwann mal als Müllzone deklariert, richtig? Richtig. Und da wurde jetzt alles abgeladen. Auch komischerweise Essen. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Denn normalerweise machen wir ja nur dieses DBD, also den Dump-Befehl. Über die ganze Ausrüstung von den Goblins und dergleichen. Aber gut, das machen wir mal kurz inaktiv mit einfach A. So. Und dann drücken wir DBC. Und gehen da einmal rüber. So, das heißt, das Miasma hier müsste eigentlich demnächst unter Kontrolle sein. Und das ganze Zeug, was hier vom Boden liegt, an seinen richtigen Platz gebracht werden. Jo, Arbeitslosenzahl sinkt. Ganz viele Zwerge laufen ins Miasma und werden grumpig. Ja, das hätten wir also auch. Mal wieder ganz viele Notfalllösungen. Aber das Spiel besteht ja fast nur aus Notfalllösungen. Auch wenn ich ehrlich gesagt wirklich gern demnächst mal eine ruhigere Phase hätte, um die größeren Dinge anzugehen. Weil die ganzen Workshops und so weiter neu zu modeln. Aber gut, in den Kommentaren stand noch, dass hier irgendwo ein Zwerg nicht geclaimt ist, eine Leiche. Damit war aber nicht die hier gemeint, oder? Vielleicht eher das da. Ostas, Mustangs, linke Hand. Die kann auch mal nach Hause. Und Ostas, Magdangs, rechter Oberschenkel. Also, Oberschenkel da, linke Hand da. Das muss ein recht krasser Kampf gewesen sein. Ich glaube, das war die Aktion, wo unser Militär komplett dezimiert wurde, das eine Mal. Oh, da ist noch einer. Ich glaube, der war gemeint. Genau, da stand irgendwas vom Teich. Das claimen wir auch mal alles. So, Domas Dukim Garten. Ich hoffe einfach mal, dass keine Goblins jetzt auf der Karte sind. Aber sicher ist sicher, wir schicken einfach mal die Färbemittel hierhin. Und die Charcoal-Säcke. Shift B. Charcoal-Säcke dahin. So. Haben die was zu tun? Und die Leute draußen, die einsammeln, haben es etwas sicherer. Heißt, wenn sie angegriffen werden, laufen sie einfach Richtung Basis und das Militär kommt ihr dann quasi entgegen. So, räumen wir hier draußen mal weiter auf. So viele Körperteile. Das ist echt makaber. Ist ein Wunder, dass wir überhaupt irgendwelche Migranten bekommen. Wahrscheinlich ziehen die zu Hause los, freuen sich, dass sie in so ein edles Vorort mit einer Goldstraße kommen. Und dann kommen sie hier an und überall liegen Knochen rum und tote Zwerge an irgendwelchen Seen und Trollsocken auf dem Boden. Ich könnte doch einfach alles claimen, ne? Aber das dauert dann tierisch lange. Ja, warten erst mal, bis das Militär hier antanzt. Warten. Warten. Ja, die Reaktionszeit unseres Militärs lässt noch arg zu wünschen über. Da brauchen wir noch ein paar Drills. Drilleinheiten. Wie nennt sich das? Ihr wisst schon. Aber gut. Also Bodenplatten werde ich dann erst legen können, wenn genug neue Platten da sind. Da wollte ich ja in jedem Zimmer hier was legen. Wie schaut es mit Türen aus? Die würde ich dann auch auf Camera machen. Aber erstmal kurz überprüfen, ob genug da sind. Wir haben 35 Granittüren. Das ist nicht genug. Wenn ich das mal so überschlage hier.
also noch mehr für den Jobmanager. Wir hätten gerne Rock Door 30. Rock Door 30. So. Also für Off-Camera zwischen dieser und nächster. Einmal die Bodenplatten setzen, Türen setzen. Und gucken, ob ich ein paar Betten setzen kann. Dann habe ich mir noch überlegt, ob wir nicht vielleicht hier einen Zugang machen. Weil diese Schneise, die wir am Ende letzter Folge uns noch angeguckt haben, die ist echt nicht gut. Also zum einen verlangsamt es tierisch den Verkehr innerhalb der Basis. Zum anderen dient es aber auch als Sicherheitsschranke. Denn von hier oben können hier die Gegner theoretisch reinfliegen. Irgendwelche Monster und dergleichen. Das heißt, die kommen hier rein, gehen durch die Türen durch und haben dann Zugang zu diesem Turm. Aber dieser Turm ist nur Betten und Schlafkammern. Das heißt, es ist nicht der Hauptturm. Wenn sie zu dem Hauptturm wollen, dann müssen sie halt nur hier durch diesen doofen Gang. Überprüfe ich mal ganz kurz. Ja. Also dieser Gang ist der einzige Zugang für die Luftgegner in unserer Basis. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Zugang machen würden, könnten die Biester, ich scrolle mal hoch, von hier oben reinfliegen. Also von hier ganz oben fliegen sie hier rein. Eine runter, gehen durch die Türen durch, gehen dann hier einmal runter, nochmal runter und fliegen dann hier rum da rein. Dann wären sie im Hauptgebiet. Das würde also recht schnell gehen. Wobei, wenn sie jetzt hier oben reinfliegen und dann hier durch den ganz schmalen Gang gehen, erstmal sind Fliegereinheiten meistens einzeln oder wenn nur in ganz kleinen Gruppen vorhanden. Also es gibt ja auch Reittiere für die Goblins, aber das sind meistens auch nicht so viele. Das heißt, so ein wirklich schmaler Gang hält die auch nicht auf und die Fallen machen eh nichts, weil es Fliegende sind. Und da wären sie auch in unserem Hauptturm. Also ich glaube, ich mache hier einfach einen Durchbruch. Können wir später immer noch zumauern. Also, einmal minern bitte. Dadurch ist eventuell ein größeres Risiko für unser Fort, aber es läuft schon mal dann alles ein wenig flüssiger. Also flüssiger im Sinne von Arbeitsabläufe gehen schneller und nicht FPS-Zahlen. Die müssten eigentlich okay sein. Die Goldstraße wird weiter gebaut. Okay, also ich glaube, 3 Kriegerzwerge. Ist ja nicht so, als wenn wir 2 ganze Trupps hierhin beordert hätten, oder? Haben wir den ganzen Trupp hinbeordert? Ja, haben wir. Blinken schön blau. Komisch. Aber na gut. Das hätten wir also auch gemacht. Dann wollte ich noch unten den Raum zuordnen für unsere Crossbow-Zwerge. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Armor-Stand oder ein Weapon-Rack. Bitte aus Granit. Wir haben 2 Artefakt-Armor-Stands. Oh, sehr schick. Aber nein, Granit. Einmal ein Armor-Stand. Wo ist der Weapon-Rack? Da ist der Weapon-Rack. So. Und ja, 1 reicht eigentlich, aber ich habe immer gerne 2. Allein schon aus Deko-Zwecken. So, die beiden werden da also aufgestellt. Dann baue ich auch gleich mal noch mehr Schießstände. B, C, W. Wie groß waren die hier oben? 6. Hier nochmal Chertblöcke. Wir haben ganz viele Chertblöcke. Das ist ja super. Ja, ich weiß, da lacht sich gerade jemand ins Fäustchen. Aber ich bin es halt gewohnt, meine Aufträge durch dieses Verbieten und Erlauben von Steinsorten im Manager zu machen. Und nicht über die Workshops, auch wenn ich mich da langfristig mal umgewöhnen sollte. So, haben wir jetzt zwischen irgendwo die Granitblöcke? Ganz viele Holz-Bauxit-Blöcke. Nö, danke. Quarzit. Wir wollen doch alle veralbern hier. Wir haben 90 von den Blöcken in Auftrag gegeben. Und ich weiß, ich hatte eigentlich noch 3, nachdem ich den Raum ausgelegt habe. Ah komm, da müssen jetzt ein paar Hauler leiden. Die müssen halt die ganzen Granitblöcke hier, die ganzen Granitrohsteine hier hinbringen. Dauert zwar ewig, aber wir haben ja genug Hauler. So. Damit wenigstens etwas hier schon aufgebaut wird.
Der Stockpile war groß genug, der Knochenstockpile war da. Genau, zu dem Knochenstockpile hat sich oben inzwischen, auch wenn nicht wirklich viel Zeit vergangen ist, hat sich der Müllhaufen, nein, der Müllhaufen ist definitiv nicht kleiner geworden. Ja, komisch gewesen. Wie machen wir das jetzt? Pause. Wir können, ach Quatsch, keine Pause, lassen wir weiterlaufen. Also wir könnten jetzt Sachen in den Atomzerstückler schmeißen, obwohl ich den nicht gerne benutze, also nicht übermäßig gerne, denn es ist ja eigentlich nur eine Notfalllösung. Ich denke nicht, dass es vom Spielprinzip her vorgesehen war, das Ding zu bauen. Wobei es sonst ziemlich problematisch ist, Sachen loszuwerden. Das heißt, die Zwerge sammeln sich alles mögliche Zeug an. Auch gerade, wenn man was Falsches produziert, wie die ganzen Chat-Gegenstände, und man will sie dann nicht mehr los. Außer man verhandelt sie. Will ich aber nicht unbedingt. Also gut, ich guck nochmal ganz kurz runter zu unserem Atom-Smasher. Der war ja hier. So, ist der aktiv, der Gabelstamp? Ja, ist er. Das heißt, wir machen jetzt einmal das Ding auf. Sind die Türen offen? Auf. Gut. Die ganzen Sachen hier, was ja nicht wirklich viel ist, sind frei zugänglich. Okay. Das heißt, wenn die Brücke gleich eingefahren ist und wir irgendwas deklarieren als muss gedampft werden, dann müsste es eigentlich hier hingeschmissen werden. Klick. Ich habe das Ding schon so lange nicht mehr benutzt. Okay. Testen wir einfach mal ganz kurz. Wir schmeißen jetzt weg. Gabelstamm, gut. Stocks. Wir hätten gerne Türen. Da sind Doors. 47 Stück. Und wir hätten jetzt gerne alle Chaired Doors gedumpt. Und alle. Warum kann ich die Chaired Doors nicht dumpen? Machen wir es halt so. Welche waren jetzt die verbauten? Also welche Farbe haben die? Ich glaube, die Orangenen waren die, die schon verbaut sind. Oder sind es die hellblauen? Gute Frage. Denn es ist beides gleichermaßen viel vorhanden. Okay, blau ist ein bisschen mehr. Viel mehr. Ich denke, blau sind die verbauten. Gucken wir mal. Also wir haben jetzt recht viele Chaired- und Jet-Türen mit dem Dump-Tag versehen. Die müssten eigentlich hierher gebracht werden. Der Stockpile ganz oben bei den Goblins, den haben wir ja deaktiviert. Und ansonsten hatten wir irgendwo noch einen Müllhaufen. Hier vielleicht irgendwo? Oder draußen? Nee, draußen bestimmt nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay, das heißt, es müsste eigentlich unten was ankommen. Zu weit. Hier. Da sind Türen runtergeflogen. Hä? Warum schmeißt ihr die Türen mitten in die Luft in die Ecke? Das muss runterfallen. Chair-Tür. Unten kommt nichts an. Achso, weil die Brücke da ist. War das so geplant? Ich hätte schwören können, die sind früher runtergefallen, die Sachen. Liegen jetzt auch Chair-Türen auf dem Boden? Nein, das ist gut. Also die Zwerge schmeißen es wirklich vor sich und nicht in die eigentliche Zone. Okay. Dann machen wir jetzt einfach mal die Tür zu. Da werden zwar ein paar Zwerge meckern, aber damit kann ich leben. Und drücken jetzt den Schalter. Das heißt, entweder gehen die Türen jetzt kaputt oder sie fallen runter und gehen bei dem nächsten Drücken kaputt. Also ich, soll ich gleich zweimal drücken? Ja, ich warte kurz. Dumm, 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 dumm. Klick. Und zwei Türen sind noch da. Okay. A, Shift, B. Das heißt, jetzt müssten sie entweder zerstört werden oder runterfallen.
derselbe Zwerg. Klick. Sie wurden im ganzen Raum verteilt. Unter anderem aber auch da, wo sie eigentlich hin sollen. Natürlich auch eine Art, das Ganze zu machen. Drück einfach mal auf Repeat und guck, was passiert. Denn es ist nicht mehr wirklich eine Müllpresse, sondern eine Müll-Rapid-Zerquetsch-Rumschleuder-Dingens. So, die Türen müssten jetzt weg sein. Was zur Hölle war das? Oh, das ist nicht gut. Die Chair-Türen waren anscheinend teilweise Meisterwerke. Und wenn Meisterwerke zerstört werden, dann ist der Zwerg, der das hergestellt hat, ein wenig grumpig. So, das wieder eine Tür. Die Tür ist weg. Aber ja, diese Müllpresse funktioniert nicht so, wie sie funktionieren sollte. Das heißt, es wird jetzt immer alles rumgeschubst und mit etwas Glück landet es dann da, wo es landen sollte. Zum Beispiel jetzt. Und wieder wurde ein Meisterwerk. Ja, das müssen wir also lassen. Du. C. Du. Auf. Und wir müssen dann die Dampfbefehle gleich alle wieder rückgängig machen. Ja, also die Brücke hier unten ist falsch rum. Die müsste eigentlich hier eingerastet sein und danach da aufklappen. Dann fallen die Türen zwar auch immer noch hier hin. Eigentlich bleiben sie da in der Ecke hängen, warum auch immer. Echt komisch. Ja, das Ding muss auf jeden Fall neu gebaut werden. Haben wir in der Zwischenzeit noch was zu tun? Irgendwas Akutes. Die Händler müssen demnächst abhauen. Wir haben Gerogon abgezogen. Das ist schon mal gut. Ja, die Händler gehen jetzt. Das Miasma hier ist auch aufgehoben. Wer bist du? Ein Zinkkäfig. Und da ist eine Leiche von einem Zwerg drin. Okay. BJ. Wir hätten jetzt gerne einen Zinkkäfig. Wir hätten jetzt gerne alle Zinkkäfige hier hingestellt. Zink. Und dann hoffe ich mal, dass ich nächste Folge mich wirklich nur darum kümmern kann, dass wir die Müllpresse hinbekommen. Ich will jetzt ein wenig mehr innerhalb von einer Folge zu einem Thema machen, weil ich ja doch mich recht leicht ablenken lasse. Das heißt, nächste Folge Müllpresse. Zinkkäfig. So. Und ich hoffe mal, dass irgendeiner von den Zinkkäfigen dann der Käfig ist, wo die Leiche drin ist, damit wir ihn ordentlich bestatten können. So viel Kleinkram da. Also ja, das macht ja gerade Dwarf Fortress aus. Und wenn man das selber spielt, ist auch alles kein Problem. Aber ich spiele hier ja nicht alleine. Ich spiele mit euch. So. Ich sehe auf den ersten Blick keinen Zinkkäfig mehr. Nö. Gut, dann soll es erstmal reichen. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder. Ich versuche in der Zwischenzeit Bodenplatten zu legen, wenn denn welche fertig sind. Und sonst bauen wir gleich die Müllpresse neu. Was recht chaotisch werden dürfte, da ich dich damit nicht so sehr auskenne. Also bis gleich.